Ich gebe gerne die Antwort. Tatsächlich ist hier hinter uns immer noch Pause, aber das war ja gestern schon so. Pause beim Parteitag gibt auch mal Gelegenheit, ein längeres Interview zu machen, ein Hintergrundinterview zu machen. Und da habe ich den perfekten Mann hier an meiner Seite, Hermann Otto Solms, Ehrenvorsitzender. Hallo, schön, dass Sie da sind. Herr Solms, Christian Lindner hat jetzt mehrmals schon gesagt, auch hier in Interviews, der FDP sei es noch nie so gut gegangen, stünde so geschlossen da, es wäre also perfekte Voraussetzung. Sie sind jetzt schon ein bisschen länger in der FDP als Christian Lindner. Übertreibt er da ein bisschen? Nein, er übertreibt nicht. Ich bin 50 Jahre in der FDP und ich habe noch keine Phase erlebt, in der die Partei so geschlossen war und inhaltlich auch so übereinstimmend gehandelt und gesprochen hat. Also es ist ein sehr zufriedenstellendes Gefühl und natürlich besonders schön vor einer Bundestagswahl. Woran liegt das Ihrer Meinung nach? Es liegt daran, dass wir eben gemeinsam nach dem Einbruch 2013 diesen Aufbauprozess gestaltet haben. Und das hat uns zusammengeschmiedet, weil wir eben das Ziel hatten, die Partei, die FDP als unabhängige Kraft in der Mitte der deutschen Parteienlandschaft zu etablieren, und zwar dauerhaft zu etablieren. Und das war eben dann wichtiger als die besonderen Marotten der einzelnen Mitglieder. Ist die FDP, die jetzt heute hier ihr Wahlprogramm bespricht und ja höchstwahrscheinlich auch verabschieden wird, eine andere als die von 2013? Sie ist den gleichen Zielen gewidmet, aber sie tut das konsequenter, klarer und unabhängiger davon, was andere Parteien oder Berichterstatter dazu sagen. Wir sind sozusagen bei uns selbst angekommen. Gerd Baum, auch sehr lange in der FDP, ist nicht ganz so zufrieden, wie Sie es jetzt hier schildern. Der hat gerade in einem Interview gesagt, die FDP würde die Schattenseiten des Marktes nicht sehen, würde die Verlierer nicht sehen. Hat er da auch recht? Nein, da hat er leider gar nicht recht. Die Freiheitsrechte, die für ihn immer so im Vordergrund standen, wurden ja jetzt im letzten Jahr von der FDP klarer und entschiedener verteidigt als von jeder anderen Partei. Und wir sehen durchaus die Schattenseiten, die es in der Wirtschaftskrise oder im wirtschaftlichen Umbruch geben kann. Aber wir konzentrieren uns ja darauf, die Aufstiegschancen derjenigen, die im Schatten stehen, zu verbessern und ihnen die Chance zu geben, eben an dem Aufschwung, der dann kommen wird, wieder teilzuhaben. Jetzt ist Herr Baum ja durchaus ein kluger Kopf. Was glauben Sie denn, wie kommt er denn zu dieser Einschätzung, zu dieser so deutlichen Kritik? Das kann ich nicht beurteilen. Ich schätze Herrn Baum sehr, bin häufig der gleichen Meinung wie er. Ich glaube, dass er das hier zu einseitig sieht. Jetzt haben Sie, Herr Solms, einen klaren Wirtschaftsbezug. Sie waren der längste Schatzmeister der FDP. Sie haben sich immer für ein neues, gerechteres Steuersystem eingesetzt. Wie sehen Sie denn eine mögliche Gesprächsbereitschaft, die jetzt auch Christian Lindner gestern in der Rede deutlich gemacht hat, Richtung Ampel, also möglicherweise einer Koalition mit Grünen und SPD? Wir sind in keiner Weise festgelegt. Mit der Ausnahme dessen, dass wir nicht mit der Linkspartei und nämlich nicht mit der AfD koalieren wollen. Alles andere ergibt sich aufgrund der Inhalte und der Möglichkeiten, zu gemeinsamen Ergebnissen zu kommen. Wir bieten unser Programm an, das ist ganz klar und eindeutig. Und daraus ergeben sich möglicherweise auch Kompromisse. Aber wir stehen auf unserem Programm. Und sind auch nicht bereit, vom Kern unserer Überzeugung etwas ab nachzulassen. Aber unterstelle ich Ihnen etwas, wenn ich sage, dass ich Sie für jemanden halte, der durchaus lieber mit der Union koalieren würde und der vielleicht dann doch sich, ich übertreibe jetzt mal, ein bisschen Sorgen machen würde über die Kernthemen auch der FDP, über eine mögliche Steuerreform, sich dann Sorgen machen würde, wenn eine solche Koalition ins Gespräch käme? Nein, ich glaube, es geht auch nicht um Gefühle. Die Union hat nun in den letzten Jahren viele Chancen verspielt. Anders kann ich das nicht sagen. Und deswegen ist sie auch in der Zustimmung so abgefallen. Jetzt geht es um Inhalte. Und wenn ich gerade das Verhältnis zu den Grünen mir anschaue,
In der Frage der Klima- und Energiepolitik verfolgen wir in Wirklichkeit dieselben Ziele. Nur die Wege hin zu den Zielen unterscheiden sich. Wir sagen, das muss halt technologieoffen und mit Vernunft gestaltet werden und nicht nach dem, was man sich gerade wünschen würde. Und ich glaube, dass diese Meinung wird sich dann doch auch immer stärker durchsetzen. Kann sich denn die FDP es überhaupt leisten, nach der Bundestagswahl jetzt so klar vorher zu sagen, wir wollen regieren, wir wollen Verantwortung übernehmen? Kann es sich die FDP noch mal leisten, Koalitionsverhandlungen zu führen und dann noch mal Nein zu sagen? Das wollen wir nicht, aber wir gehen davon aus, dass die möglichen Koalitionspartner auch wissen, dass es bei uns eine Grenze gibt, die wir nicht überschreiten. Also auch Sie werden gezwungen sein, dann uns entgegenzukommen, was gerade die Union und Frau Merkel bei den letzten Sondierungsgesprächen 2017 nicht getan haben. Deswegen sind wir ausgeschieden, nicht wegen der Unterschiede zu den Grünen. Meine letzte Frage, Jens Treutrine, der Vorsitzende der Jungliberalen, hat gestern gesagt, die FDP muss sich jetzt auch mal neuen Wählerschichten öffnen, muss da sich breiter aufstellen. Besteht da die Gefahr, dass die FDP dann am Ende doch auch ihre Kernwählerschaft verlieren könnte? Nein, das, in der Form darf es natürlich nicht geschehen. Wir müssen uns immer an unseren Inhalten orientieren. Die Wähler kommen dann schon von alleine zu uns. Und welche Wählergruppen das sind, kann ich nicht sagen. Es sind jedenfalls die Intelligenteren, die zu uns kommen. Jetzt fällt mir doch noch eine Frage ein für den Schluss. Das ist der erste Parteitag, glaube ich, auf dem Sie nicht mehr Bundesschatzmeister sind. Wie ist das jetzt mal zuzuhören, wenn jemand anders das macht? Das ist kein Problem. Ich hatte das Amt ja schon zweimal vorher abgegeben und musste dann der Not gehorchen, wieder recht einspringen. Einmal, weil Günter Rexroth gestorben war und dann nach 2013, weil wir dann die Scherben zusammenklauben mussten. Es hat mir Spaß gemacht, das wieder zu machen, aber es ist nun auch höchste Zeit, dass das in andere Hände gekommen ist. Herzlichen Dank, Hermann Dottersolms, für dieses Interview. Und ich gebe jetzt zurück zu Erhard Schärfer, denn wenn ich es im Hintergrund richtig höre, ist der Parteitag jetzt wieder im vollen Gang.